Jo, hallo Leute. Und zwar heute wollte ich euch zeigen, wie man Items addet bei seinem Server und wie man sich eigene Waffen erstellen kann. Und halt auch noch ein paar kleinere GM-Befehle, aber die könnt ihr halt auch im Internet nachschauen. Und ja. So, zuerst gehen wir auf www.v.com, ja, -v.com. Dort registriert ihr euch. Dann geht ihr hier oben auf Create. Wählt dort Weapon aus oder was auch immer ihr erstellen wollt. Das habe ich jetzt hier alles schon mal getan. Dann habe ich hier die Waffe YouTube erstellt. Okay. Nur warum hier der Speed auf 0 ist, das verstehe ich gerade nicht. Und ja. So, dann geht hier oben auf Download und dann auf Mangos. Dann speichert ihr die SQL-Datei ab und ja. So, wenn ihr das alles gemacht habt, habt ihr hier eure SQL-Datei. Kann man mit dem Editor öffnen. Dann startet ihr Navigate von MySQL. So, dann halt hier auf Open Connection. Geht ihr unter Word, Open Database. Rechtsklick, Execute SQL-File. Wählt den Pfad aus. YouTube. Continue on Error. Run multiple queries in each execution. Und dann auf Start. Okay, finished. Und dann geht ihr hier auf Close. Dann müsst ihr euren Server neu starten. Das kann jetzt kurz dauern. So. Dann könnt ihr eigentlich auch schon wieder Navigate schließen. Das wird nicht das Problem sein. So, Server ist nun gestartet. Geht ihr bei World of Warcraft rein. Wieder Admin, Passwort Admin. Und dann die Leute, die was jetzt denken, sie könnten sich dann einloggen. Das Passwort wird nach dem Video gechanged. Also, so ist es nicht. Dann geht ihr hier auf Login. Ganz klar. So, ich habe jetzt mir hier schon. Ich erstelle mir jetzt schnell einen neuen Char. Mensch, Krieger. Jo, Name. Nehme ich jetzt einfach YouTube auch. Sehr kreativ heute, aber nun ja. Egal. Aussehen ist mir jetzt scheißegal. Einfach auf Annehmen. So, machen wir weiter. Na, Vorspann kennt bestimmt schon jeder. So. Zuerst gebe ich jetzt erstmal in den Chat ein. Als Admin oder GM. Punkt. Add 1338. Das ist jetzt die Item-ID von meiner Waffe. Hä, ist jetzt die falsche Waffe, aber nun ja. Seine zweihändige Axt. Okay, und dann nehme ich jetzt mal die Waffe, die ich gerade erstellt habe. YouTube. Hier wird sie gerade nicht angezeigt, weil ich ein falsches Icon genommen habe. Und ja. Erstmal, um euch überhaupt Level 80 zu machen, gebt ihr einen Punkt. Level. Dann halt, wenn ihr 80 sein wollt, plus gebt ihr einen 79, weil das wird dann immer mit euren aktuellen Level addiert, nicht multipliziert. Dann einfach auf Enter. Da ihr als GM oder Admin eingeloggt seid, habt ihr keine Erfolge. Wozu auch? Und ja, ich übernehme jetzt noch ganz kurz die Skillung. Und zwar, damit ich gleich zwei von den Waffen mal anlegen kann. Jo. Ja, das wird es eigentlich so weit gewesen sein mit Skillung. Taktika. Nur halt, um auch Schaden zu machen. Naja, egal. So, was gibt's noch für GM-Befehle? Ach ja, um schneller zu sein. Erstmal Punkt GM on, damit jeder sehen kann, wir sind GM. Nicht, dass sie denken, wir sind Cheater bei den folgenden. Dann Punkt Modify Speed. Ich nehme jetzt einfach mal die 5. So, laufen wir. Fünfmal so schnell wie normal. Da wir in GM-Mode sind, können wir überall runterfallen. Wir verlieren keinen einzigsten HP. Vorteil für uns. So.
Dann gebt ihr noch ein für mehr Geld, Punkt, Modify, Speed, nicht Speed, tut mir leid, Money, immer in Kupfer, ich gebe jetzt einfach mal die Zahl an, bekomme ich 200.000 Kupfer, sprich Gold, passt schon alles. Jo, dann geht ihr halt mal zum Ausbilder, dann lernt ihr schnell alles. Und ja, nachdem ihr hier alles gelernt habt, könnt ihr eigentlich schon die Waffe anlegen. Das Einzige, was es da noch geben wird, ist, dass ihr zum Waffenlehrer gehen müsst, um Zweihändigkeit zu lernen. Aber naja, das ist ja nicht gerade das Problem. So, jetzt haben wir das alles gelernt. Ach ja, um euch noch andere Items zu adden, geht ihr auf www.buffed.de. Dort sucht ihr euch die Items raus. Und die Item-ID steht immer hinten dran. Also ich werde euch gleich zeigen, wo genau. Und ja, könnt ihr euch halt alles Mögliche adden, außer halt die Dinge von der anderen Fraktion. Aber das ist ja nicht das Problem. Die Waffen von der gegnerischen Fraktion sind manchmal sogar schlechter. Soll jetzt keine Anspielung sein auf Horde oder Allianz, was da genau besser ist. Ich habe jetzt auch nur Allianz-Char genommen, weil ich da wenigstens weiß, wo alles ist, da ich selber spiele. Aber nun ja, das interessiert jetzt gerade mal nicht. Um jetzt hier mal ein bisschen schneller se zu sein, damit es schneller geht, Modify Speed 10. Sollte ich auch nicht gerade empfehlen, weil dann ist man sehr schnell und hat nicht immer alles unter Kontrolle, wenn man läuft. Umso schneller ist man halt den Weg hier gegangen, ja, Tiefenbahn. Nun ja. Na. Was ich jetzt noch sagen wollte, wenn es noch irgendwelche Fragen dann später gibt, bezüglich Items adden. Wenn es jetzt Fragen zu den Bugs gibt, sorry Leute, da kann ich euch nicht helfen. Wenn es Fragen zu Items adden geht, oder einen Vendor adden und so weiter, dann könnt ihr mich gerne in ICQ anschreiben. Nummer werde ich euch dann reinstellen. Und ja, müsst ihr mich halt einfach adden, Fragen stellen oder schreibt mir in YouTube eine PM. Wie ich gerade sagte, hier mit dem Speed 10 ist nicht gerade das Beste. Man hat halt nicht mehr alles unter Kontrolle. Laggt gerade wie Sau bei mir. Stimmt auch, weil ich aufnehme. Normalerweise habe ich mehr als genug FPS. Nun ja. So, jetzt haben wir das gelernt. Jetzt können wir auch hier die Waffe anlegen. Ich nehme jetzt einfach mal die Waffe YouTube. Leg die an. So sieht die aus. Dann habe ich halt jetzt noch einmal, da ich ja Furo geskillt habe, kann ich jetzt noch eine zweite Waffe davon anlegen. Jetzt Gesundheit niedrig, weil die gibt halt sehr viel Gesundheit plus. Und weil wir halt. Jo. So sehen die Waffen aus. Die eine hat, glaube ich, schon Verzauberung. Ne, die eine benötigt Stufe 100, aber nun ja, was interessiert mich? So sehen sie halt aus, wie was ich gerade erstellt habe. Ja, hier seht ihr auch gerade einen Schaden. 1637 bis 10 Millionen. Und das mal 120% Schaden pro Sekunde. Und Topper, außer natürlich mit einer besseren Waffe. Schattenwiderstand, alles ausgezeichnet. Nun ja, das war es eigentlich soweit von mir. Wie gesagt, bei Fragen, fragt einfach, ist halt nicht das Problem. Hier, so sehen die Waffen jetzt mal von nahen aus, sieht doch schon viel besser aus. Jo, das war's. Goodbye und have fun.